Es gibt Themen, da reagiert der Deutsche irritiert. Es gibt Themen, da reagiert er allergisch. Und es gibt Themen, da wird er gleich hysterisch. Umweltschutz ist das Kapitel Hysterie. Giftstoffe, Nahrungsmittel, der deutsche Albtraum. Man kann ja nichts mehr essen. Kennen Sie diesen Satz? Man kann ja nichts mehr essen. Meist gesprochen von Menschen, die noch ein bisschen dicker sind als ich. Das Schlimmste in den letzten Jahren, ohne Zweifel, BSE. Sie erinnern sich oder schon vergessen, dank BSE. Es ist kein Thema mehr, die Rinder gibt es noch, aber es riecht sich keiner mehr auf. Vor 3 Jahren die Hysterie schlechthin in Deutschland. Kreuzfeld-Jakob war der Osama Bin Laden der Landwirtschaft. Ozonloch, auch so ein Hysterie-Thema. Das Ozonloch, das Ozonloch. Ja, hat hier einer Probleme mit dem Ozonloch? War doch toll letzten Sommer, oder? Wir kriegen hier Mittelmeerklima. Haben die Grünen uns versprochen. Ja, dann steigt der Meeresspiegel um 1/2 Meter. Von mir aus kann der um 1/3 Meter steigen. Lebe ich hier in Bangladesch oder in Holland? Sind wir endlich die dämlichen holländischen LKWs los? Ja, das ist erlaubter Rassismus, ne? Diese ganze Umwelthysterie, bloß weil da jetzt ein paar blöde Tierarten aussterben. Ja, es ist schrecklich, ja, ich weiß. Jetzt gucken Sie mir mit Ihren Rehaugen nicht so entsetzt an. Nicht meckern, Rehaugen steht im Text, was Sie haben, kann ich doch gar nicht sehen. Aber jetzt mal ehrlich, jetzt mal unter uns. Haben Sie wirklich Probleme mit der Vorstellung, ab morgen ohne Blauwale und Delfine leben zu müssen? Hier in Berlin? Also ich nicht, ich muss Sie da enttäuschen. Ich würde nicht einmal Elefanten ernster vermissen. Was? Thunfisch ja. Aber Elefanten? Das ist doch alles Willkür. Der eine macht keinen Thunfisch, der andere macht keine Delfine. Wer hat da recht? Wer entscheidet das? Tierschützer? Das sind die größten Willkürmenschen überhaupt. Machen Sie die Probe. Machen Sie ein Schild aufs Auto. Ich bremse auch für Tiere. Allein der Schwachsinn dieser Aufkleber. Wenn ich nah genug ran bin, um das Schild lesen zu können, habe ich doch eh keine Chance mehr. Das ist genau wie diese neuen Schilder. Achtung Baby an Bord. Bitte, was soll mir das sagen? Vorsicht, Hormonschwankungen am Steuer? Oder glauben diese Anwärter auf einen Hirnschrittmacher allen Ernstes, ich würde mir das im letzten Augenblick mit dem Auffahrunfall noch mal überlegen? Vorsicht, da ist ein Kind drin. Fahr da drauf, fahr da drauf. Die Kinder, die armen Kinder. Kinder sind immer arm und unschuldig, meist sogar in Kombination. Egal, was auf der Welt passiert, es passieren die schrecklichsten Dinge. Und die passieren ja nur immer wieder. Naturkatastrophen, Kriege, Massaker, ethnische Säuberungen, Terroranschläge. Und jedes Mal mit diesem betroffenen Ton in der Stimme abends in den Nachrichten, 50 Tote, darunter Frauen und Kinder. Ja, wenn da jetzt nur Männer gestorben wären, da hätte ja keiner was gesagt. Aber Frauen und Kinder, da hört für Ulrich Wickert der Spaß jedenfalls auf. Ich warte auf den Abend, wo der Wickert sagt, 50 Tote, zum Glück nur Männer. Und keine Deutschen dabei, das sag ich dir, ne? Keine Deutschen. Ich liebe diese Schilder und Aufkleber. Hier mein Lieblingsaufkleber. Achtung, wertvolle Turnierpferde. Hoho. Hoho, da fahre ich ganz vorsichtig. Das kann ja auch ein Geldtransporter von Schokomülle sein. Wenn draufsteht billige Gäule, kann man einfach so hinten reinfahren. Überhaupt kein Problem. Besonders apart die Schilder an der Autobahn. Achtung, Nebel. Entweder es ist Nebel oder ich kann das Schild lesen. Aber Sie wollen ja die T-Shirts testen. Also Sie machen das Schild aufs Auto, ich bremse auch für Tiere. Jetzt suchen Sie jemanden, der auch so ein Schild hinten drauf hat, überholen den oder die auf der Landstraße und steigen direkt davor, volles Rohr in die Bremse.
Haben Sie schon mal gemacht, oder was? Aber davon geträumt, oder? Okay. Wenn die dann wütend aus dem Airbag gekrabbelt sind, müssen Sie sich ernst sein. Das ist schwierig, seine Sache. Dann erklären Sie freudestrahlend. Haben Sie gesehen? Haben Sie gesehen, wie ich der seltenen Fliege ausgewichen bin? Steht aber doch groß bei mir hinten drauf. Bremsen um der Bremsen willen. Was maßen wir Menschen uns an? Wir teilen doch die Tierwelt völlig willkürlich ein in nützliche und unnütze Tiere. Wir produzieren Hunde Kuchen und Mause Fallen. Warum bitte schön nicht umgekehrt? Ja, mal als Maus gefragt. Jetzt geben Sie mal eine kluge Antwort. Oder als Mensch, ich bin gegen Hunde und Katzen schwer allergisch. Gegen Mäuse und Insekten nicht. Meinen Sie, ich kann irgendwo Insektenfutter kaufen? Oder Sie kriegen Katzenspray oder Hundeklatschen, kriegen Sie nirgendwo. Es wäre eine Marktlücke, ich sehe es in Ihren Augen blitzen, ne? Es gibt Leute, die regen sich auf, die machen einen Stand in der Stadt, die informieren mich darüber, dass Frösche beim Überqueren von Landstraßen keine Chance mehr haben. Sonst die Frösche jetzt besser haben als Kinder und alte Leute. Für die stellen wir auch keine extra Eimerchen auf. Seniorenfangzäune oder was? Achtung, Seniorenwanderung, das wäre nochmal ein Schild. Oder 5 Kilometer Rentnerwechsel. Aber auch die Frösche müssen lernen, wir leben in der freien Welt, wer zu langsam geht, den bestraft das Leben.